Jetzt reden wir über die zweite Schöpfungsgeschichte. Die Schöpfungsgeschichte mit den sieben Tagen, die haben wir schon gelesen. Jetzt lesen wir die zweite ab 1. Buch Mose 2, Vers 4. Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. Zu der Zeit, als Gott der Herr Erde und Himmel machte. Hier sehen wir, dass Gott wieder die Erde schafft. Das ist in beiden Schöpfungsgeschichten gleich. Gott schafft die Erde, er ist ein schöpferischer Gott. Er macht dieses Ganze für den Menschen und er gibt allen Aufgaben. Er ist ein Beziehungswesen, ein Wesen, das da ist und das für den Menschen da ist und der in Kontakt steht. Vers 5. Es war aber noch kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde. Hier ist eine sogenannte Noch-Nicht-Formel. Das macht man so zum Beispiel, wenn man jemandem was erzählen möchte und sagt, stell dir mal vor, das war noch nicht und das war noch nicht und das war noch nicht. Also man kann, gerade wenn ein Mensch in der Antike irgendwo in der Wüste sitzt und Schafe hütet und man ihm sagt, ja, das war noch nicht, stell dir mal vor, das gab es damals noch nicht und das, dann merkt man erstmal, wird erstmal bewusst, was es alles gibt und man nimmt das auch wert, schätzt es erstmal wert, was existiert. Und das wird hier gerade aufgebaut. Also diese Noch-Nicht-Formel geht weiter. Also es war noch kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde, noch irgendein Kraut auf dem Felde, denn Gott der Herr hat es noch nicht regnen lassen auf der Erde und es war noch kein Mensch da, um das Land zu bebauen. Hier sehen wir, es gab noch keinen Regen, es gab keinen Strauch. Ein antiker Mensch sagt sich, wow, Gott ist dafür verantwortlich, es gibt Regen, Regen ist super. Und dann sagt er, es gab auch noch keinen Menschen da, um das Land zu bebauen. Im ersten Schöpfungsbericht war der Mensch ja dafür da, die Tiere zu verwalten und so weiter. Und hier sehen wir, dass der Mensch Arbeit hat, der muss den Garten bebauen. Also das war klar, hier landwirtschaftlich, der hat die Aufgabe, dass es zu bebauen ist. Interessant ist hier, dass auch noch kein Regen da war. Das erste Mal, dass es in der Bibel regnet, ist bei der Arche Noah. Sonst steigt immer ein Dunst auf, das lesen wir gleich nochmal, um die Erde zu bewässern. Wenn man jetzt die Arche Noah mal sieht und dann die Geschichte sich mal anschaut, dann ist es auch verständlich, dass die Leute damals zu Noahs Zeiten, wenn man das jetzt mal historisch besprechen möchte, einfach mal so, dann ist es auch verständlich, dass sie sagen, ja, da baut einer mitten in der Wüste irgendwo eine Arche, ein Schiff, und dabei hat es ja noch nie geregnet. Also wie soll das denn funktionieren? Das bisschen Nebel kann doch ein Schiff zustande führen. Also das ist schon interessant, wenn man hier die ganzen Texte mal zusammenschaut und mal anguckt, wie die zusammenhängen. Das hilft echt ungemein. Vers 5. Es war aber noch kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde, noch irgendein Kraut des Feldes, denn Gott, der Herr, hat es noch nicht regnen lassen auf der Erde. Und es war kein Mensch da, um das Land zu bebauen. Also hier sehen wir die Noch-Nicht-Formel, der Mensch hat seine Aufgabe, es gibt Sträucher noch nicht, es gibt das alles nicht. Und jetzt reden wir von der Aufgabe Gottes. Aber ein Dunst stieg beständig von der Erde auf und bewässerte die ganze Erdoberfläche. Wer ist dafür verantwortlich, dass der Dunst aufsteigt? Gott ist natürlich verantwortlich, nicht der Mensch. Der Mensch ist dafür verantwortlich, dass er bebaut, aber der Dunst steigt auf und befeuchtet es. Also der Mensch hat hier was kann man sich vorstellen, wie als ob man am Lagerfeuer sitzt und den Kindern erzählt, das gab es noch nicht, das gab es noch nicht und dann gab es auch noch gar keinen Regen und dann aber dort war es schon da und Gott hat das befeuchtet und hier, er hat das für uns gemacht und so weiter. Vers 7. Da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase und er wurde Mensch, eine lebendige Seele. Der ewige Gott, Jahwe Elohim, steht hier immer, Jahwe Elohim, schafft den Menschen aus Staub. Nicht aus Erde, sondern aus Staub. Das ist sehr wichtig, weil im ersten Schöpfungsbericht macht er den Menschen aus Erde. Hier macht er ihn aus Staub. Also Staub ist ja wirklich das Niedrigste, was man sich vorstellen kann. Der Mensch ist eigentlich Staub und der Ewige bliest ihm ein Leben in seine Nase. Warum eigentlich in die Nase? Warum nicht ins Ohr? Warum nicht ins Auge? Weil alle Organe unten scheiden nur aus, die Ohren können nur empfangen, die Augen können nur empfangen. Nur die Nase ist das einzige Organ mit dem Mund, das empfangen kann und geben kann. Und wenn der Ewige dem Menschen Leben, das Lebenshauch, den Nefesh in die Nase haucht, dann gibt er ihm Leben und beugt sich runter. Der Gott beugt sich für den Menschen runter und ist im Dialog mit dem Menschen. Er hat Zugang zu seinem Inneren, Zugang zu seinem Herzen und deswegen bläst er ihm das Leben in die Nase. Sehr, 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 sehr intensiv. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, aber wenn ein Geliebter
meine geliebte Tochter zum Beispiel oder meine Frau mich anhaucht oder anpustet, ins Ohr zum Beispiel, da kribbelt es. Das ist total intim. Und wenn wir uns vorstellen, dass der Ewige runtergeht zum Menschen und ihn in die Nase haucht, das ist schon sehr, sehr intim. Und da merken wir, dass der Mensch Gott als Gegenüber nicht irgendwie unterworfen ist und dass Gott ihnen sagt, ja, ich mach dich nieder, du bist nicht interessant für mich. Nein, sondern er gibt sich Mühe, er beugt sich selber runter und nimmt tiefen Kontakt des Menschen ein und auf. Das ist ja unglaublich. Und hier sehen wir, dass der Mensch gleich geschaffen ist. Weil alle sind aus Staub. Adam ist aus Staub. Und das Wort Adam habe ich schon erzählt, woher das kommt, aber die Bedeutung kommt von dem Wort Adama, also der Erdling. Adam ist der Erdling. Und alle seine Nachfahren sind gleich so viel wert wie er. Hier sehen wir, dass es nicht irgendwie Gottes Söhne gibt, die sind besonders, oder der hat einen Tropfen Blut von Gott und der ist besonders toll und die sind adelig und die sind Pöbel und so. Nein, sondern hier sind alle gleich. Und da gab es im Mittelalter eine Frage, die hieß folgendermaßen: Als Adam grub und Eva spann, wo war da der Edelmann? Unter Gott sind wir alle gleich. Bis bald.